Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mal von meinem Sofa aus, weil hier ist der kühlste Raum mit neben dem Keller. Und ich habe gerade ein Thema gelesen, was mich tatsächlich sehr beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Kampffische, hohe Temperaturen und wie kühlt man die Becken am besten. Und tatsächlich schlagen die Leute leider immer noch diese Lüfter vor, die für andere Aquariumbewohner wahrscheinlich die Lösung sind, aber nicht für unsere Kampffische, denn diese sind Labyrinthorgane und atmen atmosphärische Luft. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn da so ein kühler Luftzug über den Wasserspiegel pfeift, dass das für unsere Kampffische nicht gerade gut ist. So als wenn wir die Klimaanlage uns entgegenpusten, sind auch manche super empfindlich und so ist das auch bei unseren Kampffischen. Deswegen rate ich euch ganz dringend ab, solche Lüfter zu kaufen und auf die Empfehlungen in den hiesigen Foren zu hören. Auch wenn ihr Fadenfische habt oder andere Labyrinther, hört auf, solche Lüfter drauf zu richten. Das kann ganz stark in die Hose gehen. Was ich noch gelesen habe, ist Wasserwechsel mit kühlem Wasser oder Eis ins Wasser zu tun. Auch davon rate ich euch ab, denn es kann passieren, dass die Temperatur so schnell sinkt und dann wieder ansteigt, dass ihr im Prinzip den Fisch unnötig unter Stress setzt. Also, wir Züchter, wir können euch garantieren, bei einem gesunden Fisch könnt ihr bis zu 32 Grad im Wasser haben, auch mal 33 Grad. Das hält das Tier aus und ich gebe euch jetzt ein paar Tipps an die Hand, wie ihr auch eine heiße Dachgeschosswohnung kühl halten könnt. Und zwar hatte ich ja damals, wenn ihr euch erinnert an die alten Videos, meine Zuchtanlage auch im Keller, im Dach und nicht im Keller. Und wir hatten natürlich auch mit Hitze zu kämpfen, denn im Sommer 2017 und 2018 war es auch heiß. Ja, also da waren auch 35, 36 Grad über mehrere Tage und die Dachgeschosswohnung verfügte auch über große Fenster. Wir hatten im unteren Geschoss sozusagen gewohnt und oben hatten wir. Oder hatte ich meine Fische, weil wir keinen Kellerraum hatten. Entschuldigung. Und ich gebe euch jetzt drei Tipps, wie ihr das Ganze lösen könnt. Erstmal nachts lüften. Lüftet nachts wie Sau. Macht euch bitte Fliegengitter an die Fenster, sonst habt ihr dann Mücken drinne. Morgens spätestens um 7, um 8 Rollos runter, Verdunklungs Vorhänge kaufen, vielleicht im Zweifel, wenn ihr keine Rollläden habt, wie wir hier, seht ihr, kaufen, zumachen, alles dicht, Fenster zu, sofort um 7, 8. Bei den hohen Temperaturen, wenn es nachts morgens dann schon auf 26 Grad steigt, dann vielleicht sogar um 6. Macht das wirklich, auch wenn ihr euch einen Wecker stellen müsst, weil ihr ausschlafen wollt. Genau. Dann Durchzug. Deckel drauf lassen bei den Kampffischen unbedingt, ja, also nicht, dass die im Zug stehen. Wenn ihr die Becken nicht im Zug stehen habt, dann könnt ihr ruhig mal Durchzug über Nacht machen. Das sollte kein Problem darstellen. Dann im Zweifel den Deckel vom Aquarium abnehmen und ein Netz drüber spannen. Hierbei ist natürlich darauf zu achten, dass alle Löcher geschlossen sind. Sonst mit einem Gummiband drumherum oder lasst euch irgendwas einfallen, aber so, dass der Fisch nicht rausspringen kann. Denn ich habe jetzt auch gelesen, dass manche einfach nur einen Deckel abmachen. Auch mega gefährlich. Lasst sonst diese Lampen aus, die produzieren unnötig Hitze. Macht sonst einen LED-Spot drauf, wenn die Pflanzen eingehen sollten. Oder macht das Licht nur ganz kurz an, morgens oder nachts einfach anmachen. Geht auch. Oder ja, nehmt die Heizungen raus, im Zweifel, wenn die doch anspringen, weil sie kaputt sind. Das macht euch nur Fischsuppe. Dann guter Tipp. Wenn ihr einen Ventilator habt, nehmt euch ein feuchtes Tuch, das ist so ein Geschirrhandtuch oder so ein dünnes Tuch, legt das so über die Fläche, aber so, dass es nicht dran klebt oder nicht alles einnässt, sonst gibt es einen Stromschlag und nicht die Rückseite bedecken, ja. Das ist das Prinzip der Verdunstungskälte und dann kühlt es die Raumluft. Das kann eine Klimaanlage ersetzen. Es ist im Prinzip das. Es ist das gleiche Prinzip. Ja, was habe ich was vergessen? Nee. Wie gesagt, wenn ihr einen gesunden Fisch habt, kann der
kann. Also ich gebe euch natürlich keine Garantie, aber meine Fische werden für die Verpackung auch auf 30, 31 Grad angesetzt, teilweise. Die sollten bis zu 32, 33 Grad aushalten. Macht keine Experimente, denn wenn ihr unnötig viele Wasserwechsel macht, kann das den Fisch stressen und dann steigt das Nitrit und dann habt ihr im Prinzip einen toten Fisch. Wenn der Fisch krank sein sollte, dann versucht in eurer Wohnung eine kühle Ecke auszumachen. Das kann ja ganz banal unten auf dem Boden sein, ne? Unten ist es am kühlsten. Dann versucht das Aquarium in den Bodenbereich zu bekommen. Stellt das Aquarium weg von Fernseher, Kühlschränken und so weiter, weil die produzieren Hitze ohne Ende bei den Temperaturen. Genau. Ansonsten aktuell auch ganz großer Tipp: Sammelt bitte kein Laub, was runterfällt. Dazu empfehle ich euch dann nochmal das Video, was ich vor 2 Jahren gepostet habe, und zwar, wie man richtig Laub fürs Aquarium sammelt. Sammelt jetzt keine herabfallenden Blätter und tut die ins Becken, weil die sind zu zuckerhaltig und das ist auch nicht gut fürs Becken. Also macht jetzt keine Experimente, füttert den Fisch vielleicht nicht so viel, dass der auch über den Tag kommt und sich nicht dann unnötig belastet. Genau, das war's von mir und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne, heiße Sommertage. Ich hoffe, ihr könnt euch gut abkühlen. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.